Borussia Mönchengladbachs Stürmer Lars Stindl hat seine schwerwiegende Sinnesmoseband-Verletzung hinter sich gelassen und beim 3:0 seiner Fohlen in München gleich einmal angedeutet, zu was er in der Lage ist. Auch die Nationalmannschaft will der 30-Jährige wieder anvisieren, auf die Frage der Bild, ob sich das Thema Nationalmannschaft für Stindl erledigt habe, antwortete er absolut nicht. Natürlich bleibt die Nationalelf ein Thema für mich. When man da mal de bay war, macht man sehr gern wieder den, aber momenten liegt sein Fokus wohl auf Gladbach und darauf, bald wieder über 90 Minuten spielen zu können. Das gut Spiel gegen. Sein bisher letztes Länderspiel absolvierte der Angreifer im März 2018 gegen Brasilien. Im April riss Stindl Sinnesmoseband im Spiel gegen Schalke 04. Durch die Verletzungspause verpasste er auch die Weltmeisterschaft in Russland. Beim Auswärtsspiel in München hatte er vor knapp 2 Wochen sein Comeback gegeben, das mit einem Tor und einer Vorlage nicht besser hätte laufen können. Wir sind keine Bayernjäger, doch trotz des ungefährdeten Erfolgs gegen Bayern München betrachtet Stindl seine Borussia nicht als direkte Konkurrenz für den Rekordmeister. Wir sind keine Bayernjäger, wir wissen das alles richtig einzuschätzen. Der Sieg in München war etwas Besonderes. Wir sind froh, dass wir in den Tabellenregionen da oben sind, betonte der 30-Jährige, allerdings schraubt Stindl die Erwartungen an seine Person nach dem Traumeinstand zurück. Ich brauche noch etwas, um über die volle Distanz gehen zu können. Aber es wird von Woche zu Woche besser, so der 11-malige Nationalspieler. In München wurde Stindl in der 66. Minute ausgewechselt. Beim kommenden Duell gegen Mainz 05 dürften es wohl noch ein paar Minuten mehr werden.